Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Die letzte Folge war ja sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall mit zuzusehen. Wir haben jetzt aktuell Carol, Repede und Yuri haben gehört, dass hier irgendwie was angegriffen wird, also die Stadt wahrscheinlich. Gehen wir hier nochmal kurz durch. Passt aber, beziehungsweise wir haben Schlagring bekommen nach dem letzten Boss, habe ich vergessen mir anzuschauen. Schlagring und war es ein Accessoire? Blauer Talisman. Erhöht die physische Verteidigung um 10%. Besser als eine billige Rüstung. Mhm. Okay, ist bestimmt ganz cool. Der Rest sollte soweit passen. Okay, wir gehen nach draußen. Und wollen natürlich schauen, was das für ein Angriff ist und was wir dagegen tun können.無事だな。 町を出て旅を続ける。デートに戻るってんなら、フレンのとこまで走れ。選ぶのはエステルだ。私は旅を続けたいです。 そう来なくっちゃな。ジュリス、危ないことしないで。 それ言うな。心配ないわ。あなたたちは先に。さあ、早く。あら、強引な子。あれ？帰ってく。なんで？待つんだ、ユーリ。それにエステリーゼ様も。面倒なのが来ちまったな。 ごめんなさい、フレン。私、やっぱりテートには戻れません。学ばなければならないことがまだたくさんあります。それはテートにお戻りになった上でも。テートにはノール港で苦しむ人々の声は届きませんでした。自分から歩み寄らなければ何も得られない。
それをこの旅で知りました。だから、だから旅を続けます。エステリーゼ様。フレン、その子は下町に届けといてくれ。ユーリ、デートにはしばらく戻れねえ。俺、ギルド始めるわ。アンクス爺さんや下町のみんなによろしくな。ユーリ、ギルド、それが君の言っていた君のやり方か。ああ、腹は決めた。それは構わないが、エステリーゼ様は。頼んだぜ。あ、ユーリ、言うのが逆になっちまったけど、よろしくな、カロル。うん。さ、とっとと町を出ようぜ。うだうだしてると騎士どもが追っかけに来ちまうぞ。Okay, also ich muss jetzt sagen, dass, also die Zwischensequenz erstmal war übertrieben gut. Also ich fand sie ziemlich geil. Ich mag sowas. Finde aber jetzt das ganze Ende, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, bisschen stark überstürzt. Ich meine, schön, dass Yuri gern seine Reise fortsetzen will, nur was jetzt der Sinn und Zweck der Reise ist, absolut keine Ahnung. Also was ist jetzt das nächste Ziel? Wir wissen von gar nichts. Aber Yuri hat anscheinend einen Plan, okay. Dann sind wir da auf jeden Fall gespannt. Judy ist jetzt hier. Auch ein bisschen random, aber es ist gut, dass sie auf jeden Fall mit am Start ist. Estelle geht mit. Finde ich auch gut. Also bei ihr macht es Sinn, dass sie natürlich mitgehen will, weil sie ja selbst mitbekommen hat, dass es auf der Welt viele Probleme gibt und viele dieser Probleme gar nicht erst das Königreich erreichen. Beziehungsweise das Königreich weiß gar nicht, dass es diese Probleme gibt. Und sie möchte das halt eben selbst in die Hand nehmen und den Leuten wirklich direkt helfen. Finde ich ziemlich geil. Diesen Vogel, den wir da gesehen haben, wer das ist oder was das ist, wurde jetzt nicht erklärt. Es gab ja in dem Intro, ich müsste mir das, glaube ich, nochmal angucken, das Intro des Spiels, gab es doch diese Wesen. Oh, ich weiß nicht mehr, wie die genannt werden. Die irgendwie Götter sind oder sowas. War da irgendwas? Oder bin ich jetzt ganz woanders? Weiß ich nicht. Und das war wahrscheinlich eins dieser größeren, mächtigeren Wesen. Wir machen mal weiter und schauen, wo uns die Story denn hinführt. Weil eigentlich sind wir, glaube ich, auch mit diesem Kontinent eigentlich soweit durch. Also es gibt, glaube ich, jetzt noch einen Ort, an dem wir noch gar nicht waren auf diesem Kontinent. Ansonsten waren wir, glaube ich, überall. さっき飛んでった化け物、言葉喋ってたよな。でかかったし、あんなのありかよ。あんな魔物、見たことも聞いたこともないよ。多分、曲がりの剣でも知らないと思う。カルボクラムで会ったやつといい、世の中にはまだとんでもねえのがいいんだな。あんなのとやり合ってたら、命がいくつあっても足りねえぞ。さすがに僕も、さっきの化け物とは戦いたくないよ。Ja, jetzt stehen wir da, ne? Oh wow, das Ding ist jetzt, ich kann... Nee, oder? Okay, ich denke mal, die Stadt kann ich nicht mehr betreten, weil die Brücke zerstört ist, kann das sein? Oh. Okay, das ist komplett random, weil ich wollte eigentlich nur in die Stadt gehen und gucken, ob ich rüber kann, weil ich glaube, wir können jetzt nicht mehr auf die andere Seite des Kontinents. Werden wir gleich besprechen. Duke ist nämlich hier. Konnichiwa. Estelle ga aisatsu shiten no ni. Aiso ne na. Yuri ga yun da. Sore yori mata modotte kitari shite sakki no mamono ni osowareru yo. So desu yo ne.奴に襲われたの。お前。え？はい。その、忌まわしき。
なんだ、あんたあいつの飼い主か何かか。私と行動を同じくするもの。同じ？あの化け物とか。じゃあ、あなたももしかして私を狙ってここに？私の刃は人を裁くためにあるわけではない。メインは奴は去ったというのか、私の勘違いなのか。いや、相変わらずわけのわかんねえ野郎だな。何してる人なのかな。さあな。さて、こんなところでグズグズしてる暇俺たちにはないよな。そうだった、先を急がなきゃね。Ja, wir kommen definitiv nicht mehr in die Stadt. Ach nee. Okay, das heißt, dieser eine Ort, den ich gerade gemeint hatte, an dem wir noch gar nicht waren, ist nämlich da hinten. Das ist nämlich ein Haus. Man kann es, glaube ich, ein bisschen sehen, wenn ich die Kamera so mache. Jetzt ungefähr hier einfach nur in Richtung Norden. Gegner, geh weg von mir. Also da ungefähr, wo die Sonne ist. Gut, dann fällt das weg, weil hier auf die Seite kommen wir nicht mehr. Wir haben Duke gerade gesehen, aber viel bei rumgekommen ist nicht. Wobei er sagt, er macht das gleiche wie das Monster, beziehungsweise sie haben das gleiche Ziel. Was sehr merkwürdig ist. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich hin muss. Also es bleibt ja nicht mehr viel, es bleibt jetzt nur noch der Turm nochmal. Da würde ich persönlich aber gern hinwollen. Ich glaube, das können wir jetzt auch machen. Also wir wissen gar nicht, was unser... Oh, gut. なんでジュディスついてきてんの。雪がかりじょ、そういうことになったみたい。道連れが増えんのは構わねえけど、今もうちょっと頑張って踏ん張ろうぜ。どこまで踏ん張ればいいのかしら。ここから近いのはヘリオードか。とりあえずそこまでかな。町を出て少ししたら休憩します。それさ、へいへい。Okay, Heliod. Nee, nenno tame kakunin shite okitai n da kedo. Nan desu? Sakki no mamono sa, hito no kotoba o shabetta yo ne. Ai, tashika ni kono mimi de kikimashita. Futari ga kiite ru tte koto wa, yappari ki no sei ja nakatta n da na. Hito no kotoba o shaberu mamono ga iru nante. Ano mamono...何者なんでしょう。 Okay, Heliod, dafür müssen wir zurück. Das ist, glaube ich, hier vorne, ne? Die Stadt, wenn ich nicht ganz falsch liege. Wie gesagt, ich würde persönlich jetzt gern nochmal zum Turm gehen. Danke. Jetzt mal Monster despawnen lassen. Ich will nochmal einen Turm. Um zu schauen, ob da jetzt noch irgendwas getriggert wird an Zwischensequenz oder Ereignis, wie auch immer. Beziehungsweise waren wir im Turm auch noch nicht ganz unten. Und ich möchte auch schauen, ob wir da irgendwie jetzt hin dürfen. Mit dem Team sollte das, denke ich, mal ganz in Ordnung sein. Nice, die Tür können wir betreten. Jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir nämlich hier. Und das habe ich gemeint, hier diese Treppe. Fragezeichen. Okay, nee, dann können wir leider immer noch nichts machen. Soll ich nochmal nach ganz oben? Ja, wird, glaube ich, aber auch nichts bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass oben nichts getriggert wird. Gut, wo Raven steckt, wissen wir nicht. Ich denke mal, das ist auch so ein Charakter, den wir früher oder später begegnen werden. Flynn ist auch nicht mehr dabei. ダングレストは大丈夫でしょうか。怪我人も出ていたようですし、騎士団もたくさんいたから、後のことは任せて大丈夫じゃない。それにダングレストにはドンもいるし、ギルドのみんなはたくましいから。心配なのはわかるが、
今戻ったらフレンに捕まって旅に出るなんてできなくなるぞ。そうですね。騎士団とギルドの人たちを信じます。私は旅をするって決めたんですから。Rita ist ja auch nicht mehr da. Oh, das Zelt sieht auch sehr interessant aus. Viele interessante Orte, die nicht begehbar sind. Rita ist auch nicht mehr da. Mal schauen, ob wir sie in Heliod antreffen. Und Patty hatten wir noch gar nicht im Team, aber auch schon häufiger begegnet. Mal schauen, wann sie... Ach, Gegner despawnt bitte einmal eine Sekunde. Danke. Kämpfen müsste ich jetzt nicht zwangsweise, deswegen würde ich hier gern einfach mal ein bisschen, wenn sie mich lassen würden, durchlaufen. Ja, das sind jetzt auch nicht die stärksten Gegner. そうね、もう何もってこないようだし。どうしてわかるんです？勘かしら。勘？まあここなら大丈夫だ。とりあえず休もう。休みしたらギルドのこともいろいろちゃんと決めようね。一休みしたいのはカロル先生だけどな。ギルドを作って何をするの？あなたたち何をか。僕はギルドを大きくしたいな。それでドンの後を継いでダングレストを守るんだ。それが町を守り続けるドンへの恩返しになると思うんだ。立派な夢ですね。俺はまあボスについていくぜ。え、ボス？僕が？おお、お前が言い出しっぺなんだから。そうだよね。じゃあ何からしよっか。とりあえず落ち着け。うんなんだかギルドって楽しそうね。ジュディスもギルドに入ってはどうです？あら、いいのかしら、ご一緒させてもらっても。ギルドは掟を守ることが一番大事なんだ。その掟を破ると厳しい処罰を受ける。たとえそれが友達でも兄弟でも、それがギルドの誇りなんだ。だから掟に誓いを立てずには加入はできないんだよ。カロルのギルドの掟は何なんです？お互いに助け合う。ギルドのことを考えて行動する。人として正しい行動をする。それに背けばお仕置きだな。え、一人はギルドのために、ギルドは一人のために。義をもってことをなせ、不義には罰をってことですね。掟に反しない限りは個々の意思は尊重する。ユーリ、それだろ、ボス。一人はギルドのために、ギルドは一人のため。そう、それが僕たちの掟。今からは私の掟でもあるということね。そんな簡単に決めていいのか？ええ、気に入ったわ。一人はギルドのため、いいわね。じゃあ掟を守る誓いを立てるわ、私と。あんたの相棒はどうすんだ？心配してくれてありがとう。でも平気よ、彼なら。相棒って？前に一緒に旅をしてた友達よ。へえ、そんな人がいたんだね。じゃあ今日から僕らがジュディスの相棒だね。よろしくお願いね。よろしく。私は、まあとりあえず今日はもう休むか。
そうだね、クタクタなの忘れてた。Sehr cool, haben wir jetzt eine Gilde. Judy ist auch mit dabei. Judy ist, weiß nicht, so, sie kommt mir so leicht dumm vor. Also es wäre so ein richtig dummer, naiver Mensch. Also ähnlich wie Estelle, nur Estelle hat sich mittlerweile... Also Judy ist jetzt so, wie Estelle zu Beginn des Spiels war. Ich glaube, so kann man es sehr gut vergleichen. Judy macht einfach, worauf sie Bock hat und ja, keine Ahnung, ja, das klingt gut, dann mache ich da mal mit, das finde ich geil. Und Estelle hat sich jetzt so gemacht von wegen, ah, ich muss den Leuten, die schwach sind, helfen, ich muss meinen Platz in dieser Welt finden, wie auch immer. Und Judy ist so, ja, ich mache einfach, ist ja egal, was passiert. So irgendwie auf die Art, kommt es mir vor. お前も見張り番か。ギルド。始めちまったな。脳にも変わったメンツだが、面白くなりそうだ。お前がナンバー2だな。あんまりボスをいじめるなよ。お前も少し休んどけよ。あ、レペレ ist cool. ユーリ。よ、寝ないのか。ええ。それよりどうかしました？いや、これからどうするつもりかと思ってな。そうですね。旅を続けられると思ってなかったし、考え中です。ユーリはギルド頑張るんですよね。ぼちぼちって言いたいところだけど、フレンにも格好をつけちまったしな。カロルも嬉しそうです。少し羨ましい。 おっと、お姫様もギルドに入りたくなったか？入れてくださいって言ったら、ちゃんと考えて決めたんなら止めやしないぜ。そうですね、ちゃんと考えなきゃ。ま、考えすぎてもダメだけど。 So, wir quatschen jetzt auch mal mit allen Leuten. Nanda, nete nai no ka? Un, Gildo no namae kangaete tan da. Kakkoi no kangaeru yo. Ah, makaseta. Yuri. Un? Yoku kangaetara, bokura mo okite ni chikai tadezu ni Gildo tsukuchatte ta ne. Ma, sakki chanto shita kara ii daro. ユーリ。なんだよ。あの掟誰かに聞いたりしないで自分で考えたの？もうなんかまずかったか？うん、僕も同じ掟を考えてたから。僕ユーリとギルド作れて本当。なんだ、気持ち悪いな。なんだよ。 Was für ein bescheuerter Name. Gokuro-sama. Nani ga da yo? Nezu no mihari-ban, desho? Sonnan ja nee yo. Sunao ja nai no ne? Anta mo na. Okashii wa ne. Jibun de wa sunao da to omou keredo. Yoku yuu ze. Gildo ni haitta honto no riyuu o iwanai kuse ni. Honto ni kimi itta kara yo. Sore dake ka? Chigau wa. Okite ni hanshinai kagiri wa koko no ishi wa soncho. Desho? Anshin shite. Okite wa mamoru wa kanarazu. Watashi nari ni. Sokka. Ma. 近いうちに本当のところ聞かせてもらうぜ。 ドングレストにいたのは偶然か？ そうね、それは本当、素敵なことに。 素敵ね。ご苦労様。 見張りか？ 私の相手。 Judy ist so merkwürdig. Wir haben jetzt mit einem gesprochen. Was genau kann ich jetzt tun? Kann ich jetzt einfach den Ort hier verlassen, um weiterzugehen, oder...
Ja, gut, das dachte ich mir. Okay, was muss ich denn jetzt noch machen? Nanda, Mihari makasete ro tte ka? Ah, nice. Ja, yasumasete morau ka. Thank you, Rapido. Dann ruhen wir uns mal eine Weile aus. Repede passt ja auf, sehr, sehr gut. Sekkaku Gildo tachiagetan da shi. そう、慌てるなって。エステルはこれからどうするつもりなんだ?私はあの喋る魔物を探そうと思います。狙われたのが私なら、その理由を知りたいんです。理由がわからないとおちおち昼寝もできないか。でも、見つかる?どこにいるかわからない化け物なんて。 化け物情報はカロル担当だろ。いくら僕でもあんなの初めてだもん。わかんないよ。化け物ではなくて、あの子はフェロー。知っているんです?前に友達と旅をした時に見たの。友達が彼の名前を知っていたわ。 一緒に旅してたって人?その人、なんでそんなの知ってたの?見たって、どこでですか?デズエール大陸にあるコゴール砂漠だよ。このトルビキア大陸の南西の大陸ですね。デズエール大陸砂漠。 ただ見たってだけでホイホイ行くようなとこじゃないぞ、砂漠は。そうだよね。もしかしてあのおとぎ話の。おとぎ話?お城で読んだことがあります。コゴール砂漠に住む言葉を喋る魔物の物語。でもいくらでもあるじゃん、そんな話。ほら、海の中から語りかけてくる魔物の話とか。 それはきっと逆ね。玉?そのままそういうお話になったのよ、彼らのことが。火のないところに煙は立たないですね。でもそこへエステル一人で行く積もりだったの?え、あの、やれやれ。 こりゃ護衛役続けとかねえとマジで一人でも行っちまいそうだな。これギルドの初仕事にしようぜ。そっか、ここでエステル一人で行かせたらギルドの掟に反するよね。そういうことね。でも仕事にするならエステルから報酬をもらわないと。別にいいだろう、金なんて。ダメダメ、ギルドの運営にお金は大切なんだから。 あの、私今持ち合わせないです。だったら報酬は後で考えてもいいんじゃない？報酬必ず払います。だから一緒に行きましょう。んじゃ決まりだな。またみんなで旅ができる。よし、じゃあ勇気凛々胸いっぱいだ出発。 それなんです?え、ギルド名だよ。それじゃダメです。名乗りを上げるときにズバッと言いやすくないと。そうなの?じゃ、ブレイブ・ベスペリアなんてどうです?夜空にあって最も強い光を放つ星。一番の星か。かっこいいね。 ブレイブ・ベスペリア。ね、気に入った。それにしようぜ。大決定!じゃあ、早速トリム港に行って船を調達しよう。デズエル大陸まで船旅だ。ヘリオードで休むのはもういいのか?もうへっちゃらだよ。どっちにしろヘリオード通んないとトリム港には行けないけどな。ヘリオードといえば、
ブラスティアの暴走の後、町がどうなったのか気になります。確かにありゃすごかったからな。じゃあちょっと町の様子だけでも見ていく？ええ。んじゃまずはヘリオード、その後トリム港から船でデズエール大陸だな。じゃあ改めてブレイブベスペリア出発。Sehr cool. Wir wissen wenigstens, wo das Vesperia herkommt. In Tales of Vesperia. Sehr, sehr geil. Noch eine kleine Plauderei hier. Ich war ein bisschen überrascht. Yuri hat eine Gilde gegründet. Ich kann keine Gilde alleine machen. Die Ursache ist Carol, oder? 俺にも思うところはあるけどな。俺なりの方法を探すために騎士団辞めたくせに何もしてなかった。港の町でフレに言われたこと気にしていたんですね。別に気にしちゃいねえよ。素直じゃないわね彼。本当です。 Und wir haben jetzt auch unser Ziel, und zwar wollen wir jetzt erstmal nach Heliod, beziehungsweise müssen durch Heliod um zum Hafen von Turim zu gelangen, um dort dann mit dem Schiff rüber auf den nächsten Kontinent. Desir heißt so der Kontinent oder der nächste Ort, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es dann den nächsten Kontinent endlich, und wir sind aktuell, so ist wohl das Ziel, auf der Suche nach diesem sprechenden Monster, nach diesem Vogel oder was das war, dem wir begegnet sind. Das ist alles sehr spannend. Mal schauen, wann wir Rita, Raven und das nächste Mal Flynn begegnen und wann Patty irgendwann mal wieder auftaucht. Alles sehr, sehr spannend. Hier an der Stelle beende ich jetzt die Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter. Und dann geht's auf den nächsten Kontinent. Das war's soweit von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!